Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Space Engineer. Ja, auch hier ist es lange her. Ich glaube, nicht ganz so lange wie The Long Dark, oder? Aber ich muss sagen, manchmal brauche ich auch so ein, so eine Pause. Um dann wieder mit Freude hineinzukommen in das Spiel. Und das sind, eigentlich sind das so Spiele, die die immer dabei sind, die immer aktuell sind. Ich habe immer das Icon auf dem Desktop. Und dann überlege ich mir, welches starte ich heute. Und dann denke ich mir, ach nee, heute nicht. Und dann irgendwann, nach einer ganzen Weile, manchmal ist es Tage, Wochen, manchmal sind es Monate, da sage ich mir, ja, mal gucken, wie war das da? Und zack, gibt es eine Episode. Ja. So läuft das. Weil im Moment nimmt auch, ja, das kann ich eigentlich ein bisschen reden hier. Ich fliege eigentlich nur durch den Weltraum. Im Moment nimmt auch das Imperium doch ganz schön viel Zeit in Anspruch. Also zumindest hinter den Kulissen. Das kriegt man gar nicht so mit außerhalb. Und ich selber tue das auch immer komplett unterschätzen. Weil so dieses ganze Aufbauen von dem Sonnensystem, das ist doch, naja, man stellt das zusammen, man baut das ein, man testet und dann klappt es. Also es klappt ja meistens nie sofort. Und dann erweitert man das, also nachdem es dann endlich irgendwann mal funktioniert hat, und dann klappt es wieder nicht. Und dann hat man natürlich auch, dann brauchst du natürlich bestimmte Abstände, dass bestimmte Systeme sich treffen oder nicht treffen oder verbinden oder nicht verbinden. Das ist das eine. Und dann, naja, dann hatte ich ja die eine Aufgabe gesagt mit dem Null sterben. Das ist eine. Jetzt überlege ich mir aber natürlich noch ein paar andere, so dass es noch ein paar andere Aufgaben gibt, die man dann, also naja, so für verschiedene Typen oder für verschiedene Leute oder für also ist ja nicht alles jedermanns Sache. Der eine sagt, ja, ich will das jetzt hier nie machen. Ich will ja nie lang schleichen und null Tote ist mein Ziel, das will ich nicht, mir ist das eigentlich egal. Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Aufgaben, an denen, ja, da entwickle ich gerade oder knabel noch oder überlege mir das noch, dass das auch ein bisschen Sinn macht, Hand und Fuß hat. Aber das Große ist immer, dass es dann eben als Ergebnis, als Geschenk oder als Sieg, Prämie oder wie auch immer, ja, hatte ich eigentlich vor, da gibt es dann irgendwelche coolen Sachen. So wie Planet. Oder mal sehen, vielleicht mal irgendwas anderes vielleicht noch. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ja, und das letzte Mal, als ich hier bei Space Engineer drinne war, ich war dann nochmal drinne und dachte dann, ja, ich wollte ja eigentlich zu diesem Planeten hier. Ich gehe mal runter vom Gas. Und wollte dorthin. Und dann schaue ich mich immer um und denke, ich habe jetzt hier die Geschwindigkeit hochgehalten und bin aber kaum vorwärts gekommen. Und irgendwann dachte ich dann, das habe ich dann, ich glaube, ich habe das eine Viertelstunde, 20 Minuten oder lass es sogar eine halbe Stunde sein, habe ich hier immer Gas gegeben. Dachte, das dauert, wie ist denn das? Und irgendwann fiel mir ein, das ist doch Quark. Vielleicht gibt es ja irgendwas wie einen Warp-Antrieb oder so hier. Ich meine, ich habe mich damit ja noch nie beschäftigt. Ich bin ja eigentlich nur vom Himmel gefallen und gut war's. Also mehr habe ich ja erst noch gar nicht gemacht. Ich bin ja noch gar nicht so draußen rumgeflogen. Ja, und da bin ich dann mal ins Menü gegangen und siehe da, da gibt es jetzt kein Warp-Antrieb. Achso, ich bin jetzt hier drinnen noch, alles klar. Da muss ich erstmal raus. Wo bin ich? Genau. Und es gibt keinen Warp-Antrieb, sondern wo haben wir es? Jump Drive, glaube ich, heißt das. Also ich springe mehr, als dass ich, warte mal, ich muss wahrscheinlich mal suchen, oder? Genau, da haben wir es doch schon. Wahrscheinlich ist das wirklich das Einzige, weil es mit J beginnt, hä? Ah, nicht ganz. Oh, fast. Jump Drive. Genau, ein Jump Drive. So. Und
nachdem ich das dann überlegt hatte, dachte ich mir, ja, da kann ich doch mal eine neue Episode machen und wir kommen doch jetzt zügiger zu diesem Planeten. Ich wollte doch nochmal so zu diesem Planeten fliegen, aber eben nicht nur mit Dauertaste nach vorne, sondern eben mit einem Jump Drive. Bevor ich mir überhaupt da Gedanken gemacht hatte, dass es vielleicht so schnellere Fortbewegungsmöglichkeiten gibt, da dachte ich mir dann irgendwann, ach, das kann doch nicht sein, ist echt das Space Engineer so, dass ich hier die ganze Zeit halten muss, die Taste, und nicht vorwärts komme. Ja, und dann habe ich halt gestartet hier die Episode und die Frage ist jetzt, wo baue ich das hin? Ich wollte das eigentlich hier so cool hinten hinbauen, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ist rot, okay. Machst du an die Seite? Nee, das sieht blöd aus. Eigentlich gehört das schon hier hinten hin, hier hinten rein. Ja gut, vielleicht muss ich das einfach wegflexen. Vielleicht stört das hier. Vielleicht kann ich das gar nicht direkt an die Füße machen, sondern ich muss das hier... Ach, unten, die Sachen sind kleiner geworden. Kann das sein? Das Menü hier unten. Das kann sein. Ich würde sagen, das ist kleiner geworden, übersichtlicher. Ja, genau. Ich würde sagen, das müsste weg. Genau. Ja, ich will immer nicht so alles wegflexen. Das geht dann doch manchmal schnell und dann fällt ja alles runter. So, jetzt ist natürlich die Frage, weil, ja, wir machen einfach den hier hinten rein, würde ich sagen. Nummer 6. Und drehen. Und er passt. Gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie es geht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich hatte das nur gesehen und hatte dann gedacht, cool, dann benutze ich das. Kann ich hier drauf zugreifen? Nee, ich kann jetzt hier nicht drauf zugreifen. Wahrscheinlich muss ich erstmal ins Cockpit mich wieder setzen und auf K gehen und mir das mal anschauen. Jump Drive, HJ, Jump Drive. Okay, an ist er. Maximale Distanz ist 0. Oh, vollständig aufgeladen. In 7 Minuten. Das sind dann richtige 7 Minuten, oder? Sind das richtig echte 7 Minuten? Reelle 7 Minuten? Muss ich die jetzt warten? Oder kann ich die beschleunigen? da muss ich jetzt warten, ja? Na gut, okay, da schauen wir uns aber trotzdem mal das an, wie das funktioniert. Also an ist es, ist klar, der Name ist klar. Aufladen ist an. Gut, das würde sonst ja eben nicht runterzählen, das sind wir schon bei 6 Minuten, na gut. So, die Distanz sind 5 Kilometer? 5 Kilometer ist die Distanz? Nee, das ist ein bisschen wenig, oder? Was ist hier? Jump Drive benötigt. Maximal ist 0. Gut, okay. Na, dann müssen wir warten, was denn hier steht. Okay. Gut. So, und wie benutze ich das jetzt? Jump Drive? GPS-Koordinaten? Ah ja, hier steht es. To execute the jump. Assign the jump command to the toolbox of a cockpit. Ich muss das... Jump? Command? Okay. Also ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich überlege das gleich nochmal. Während ich überlege, schaue ich mir das hier unten an. Ach, das ist Blind Jump. Also ich jumpe in die Richtung wahrscheinlich, in welche ich zeige, würde ich sagen. Ja, macht ja Sinn, weil sonst so nach hinten, schräg oben oder so, das gibt es ja hier nie einzustellen. So, GPS-Koordinaten. Ich könnte dann auch hier hin jumpen? Ach so, kann ich nicht auswählen. Naja, es dauert ja noch. Okay. Blind Jump. Verbinden. Den Jump. Command to the Toolbar of a Cockpit. Toolbar of... Ach! Ja, okay. Also, ja, so war das. Ich muss erstmal wieder hier reinkommen. So, oder?
Genau, und dann kann ich auswählen, was ich mache. Jumpen. Aufladen aus. Aha, das könnte ich dann. Kann ich das beschleunigen eigentlich? Aufladen aus. Erhöhen Distanz. Verringern Distanz. Nö, ich will ja Maximum. Gut. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte ich mehrere Dingsbums, Jump Drives anbauen? Ich kann doch auch mehrere machen, dass ich das sozusagen wie eine Kaskade mache, oder? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Zwei? Probiere ich mal. Das müsste doch vielleicht gehen. Zwei, oder? Wir probieren das. G. Müsste eigentlich gehen. Das ist schon da. Das ist wahrscheinlich Jump Drive 2. Genau. Jump. Ah, das ist natürlich cool. Da kann man die hintereinander sozusagen. Man kommt an und jumpt weiter. Also wenn man jetzt mehrere, eine Riesenstrecke. So, jetzt ist natürlich das Problem. Wie weit ist das bis dorthin? Bis zu dem Planeten. Was passiert, wenn ich das nicht weiß und zu nahe bin oder direkt reinjumpe? Das würde mich mal interessieren. Was da passiert. Okay, wir checken erst nochmal jetzt, ob das andere Ding auch so weit funktioniert. Jump Drive 1, das sind. Oh, das sind noch 3 Minuten. Und das sind 6 Minuten. Na gut. Ja. Na gut, und dann tue ich das eigentlich nur aktivieren mit 1 und 2 und dann müsste das eigentlich funktionieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut, da können wir noch ein bisschen weiterfliegen, so dass wir hier irgendwas Sinnvolles machen. 3 Minuten, wo sehe ich das? Das sehe ich nicht. Das muss ich wahrscheinlich dann immer mal checken. Ja, ich überlege eben jetzt ja auch, oder ich überlege eben jetzt auch hier bei Space Engineer, was ich hier mache. Also, ich finde das ja immer gut, wenn man dann hier so ein bisschen, eine Story gibt es ja jetzt hier nicht. Wir hatten die ja gespielt, so eine kleine. Und nachdem ich ja jetzt hier so Empyrean etc. Intensiviert habe, auch was auch den Server betrifft etc., dann ist das ja bei solchen Spielen, ist das ja immer so, naja, das macht dann schon mehr Spaß, wenn man das zu zweit oder so spielt oder zu dritt oder zu vielt, eben zu vielt. Aber das geht eben hier bei Space Engineer nicht so richtig mit dem Surfer. Ich habe das ja mal angefangen, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Das ist unzufriedenstellend, also zumindest vielleicht mit 1, 2 oder 3 geht es vielleicht noch, aber sobald es mehr sind, wird's irgendwie funktioniert das dann nicht. Also bin ich nicht so zufrieden mit den Surfereinstellungen. Wobei das natürlich eigentlich cool ist, weil ich sag mal jetzt im Gegensatz zu Empyrean ist das natürlich groß. Na, schon der Planet ist ja gigantisch. Also, das sind das ja kleine Murmeln. Nur klitzekleine Murmeln bei Empyrean. Und auch das ganze Weltall. Ja, na gut, das ist eben so. Auf jeden Fall überlege ich da, was ich da jetzt hier weitermache. Also, im Prinzip haben wir jetzt schon alles aufgebaut. Und survivalt und überlebt. Und so, da ist jetzt halt eben so die Sache. Ich will jetzt hier noch ein bisschen rumfliegen. Und ja, was noch so an Aufgabe, was es da noch so gibt. Oder was ich mir stelle. Oder was ich machen könnte. So, jetzt checken wir nochmal. Nee, das war falsch. Quatsch. Das hier. So, also. Jump Drive. 23 Sekunden. 21 Sekunden. 20. Und das andere ist 4 Minuten. Na gut, dann warten wir mal noch, bis das hier, das zweite aufgeladen ist, würde ich sagen. Und dann jumpen wir mal los. Mal sehen, ob wir jetzt bis zu den Planeten kommen. Ich weiß gar nicht, ab wann das dann überhaupt anzeigt, die Entfernung. Das würde mich mal interessieren. Also. Wenn wir jetzt nach hinten schauen, das Ding ist ja bloß schlaffe, was steht da? 90 Kilometer, ja. Das ist ja noch nix.
könnte man jetzt ausrechnen, 100 Meter pro Sekunde, da komme ich so und so weit, da brauche ich so und so lange und, oh, was ist da, 11 Kilometer? Der rote Pfeil, ist der schlecht? Ne, der wird größer. Das ist gut. Wenn es größer wird, ist gut. So, beziehungsweise der ist ja wahrscheinlich gar nicht. Der ist ja hinter mir, ja? Ach da! Piraten! Na, da fliege ich mal weiter. Da fliege ich mal weiter. Beziehungsweise ich mache dann sowieso einen kleinen Jump. So, 4 Minuten. Ja, das ist eben die Frage, was ich hier mache, weil ich habe jetzt, vielleicht hat das auch jemand mitgekriegt, wollte ich eigentlich mal ein bisschen Ark machen. Das war so meine Überlegung, ein bisschen Ark zu machen, mich mal damit zu beschäftigen, weil, ich sag mal, Ark ist auch für einen Surfer besser prädestiniert als jetzt zum Beispiel das hier, finde ich. So, jetzt checken wir noch mal kurz. K. Wie weit wir sind. Jump Drive ist. 1250 Kilometer. 2 Minuten voll. Könnte ich die jetzt auch schon jumpen? Oder ist das. Wird das verbunden miteinander? Das, da bin ich jetzt gespannt. Also, ich meine, wenn ich das eine aktiviere, aktiviere ich da alles? Oder. 1200. Ach, hier, alles klar. Jetzt, die 5 war wahrscheinlich bloß so das Minimum. Also unter den geht's nicht. Jumpen unter 5 Kilometer ist wahrscheinlich Quark. Geht nicht. Okay. 1250 Kilometer. Das ist. Ich meine, das ist vielleicht auch nicht so viel, weil ich meine, das sind ja hier schlaffe, sag ich mal, 100 Kilometer. Und das hier vorne, ich weiß es nicht, was es ist. Aber das sieht noch weit aus hier. So, jetzt interessiert mich natürlich, wenn ich 2 hintereinander habe, ob ich da, wenn ich 1 aktiviere, nur die 1000 mache, dann erstmal warte, schaue und dann nochmal 1000 oder ob ich gleich alles auf einmal jumpe. Gut, das ist voll und das sind noch 50 Sekunden. Dann müsste die maximale Distanz sich verdoppeln, oder? Weil egal, wer sich anklicke, die Distanz ist gleich. Das werden wir gleich sehen. Noch 30 Sekunden. Und dann knallen wir in den Planeten rein. Das wäre natürlich heftig. Heftig. Wäre das? Ich habe ja auch nichts hier weiter dran, das ist ja bloß eine Rakete. Ich habe ja nicht mal irgendwie ein Geschütz oder so gegen diese Piraten. Aber ich glaube, das ist auch alles, die Piraten hier bei Space Engineer, oder was jetzt so an feindlichen Kräften es hier gibt. Ansonsten ist es ja recht friedlich, sage ich mal. So, jetzt haben wir es doch, oder? Jetzt haben wir es doch. Nochmal schauen. Oh, jetzt müsste doch. Genau, 2500 sind wir. 2500. So. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt 1 starte. 1. Wieso geht nicht 1? 2? Ach so, ich dachte, das geht dann zu aktivieren. Nee. Nochmal. Das war doch. Habe ich jetzt irgendeinen Fehler? Irgendeinen Fehler? Oh, hör doch mal auf, hier oben das zu machen. Jump Drive. Ich dachte, ich aktiviere das dann. Och. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich habe bestimmt wieder irgendwas falsch verstanden. Block umschalten. Aufladen ist okay. Distanz ist auch okay. Jump Drive. Plant. Jump to execute. Genau.
das Kommando Jump zur Toolbar auf dem Cockpit. Das habe ich ja gemacht. Also eigentlich, das reingezogen habe, habe ich doch Jump ausgewählt. Genau. Würde ich sagen. So, jetzt müssen wir gucken. Ich hatte ja immer das Problem bei diesen Sachen, die ich reingezogen habe. Vielleicht das Jägercockpit, vielleicht muss ich das auf ich machen, ha? Das ist doch bestimmt irgendwie sowas, oder? Sowas Komisches. Also ich weiß es jetzt nicht. Kleines Triebwerk vorwärts. Die sind ich, das ist okay. Wir checken nochmal. Ich kann das ja nochmal machen. Ich mache nochmal G, das waren jetzt die Sachen. Dann, beziehungsweise brauche ich, ich entferne das mal. Vielleicht muss ich auch bloß 1 machen. Ich probiere das. Also ich nehme einen Jump Drive, ziehe das hier rein. So, dann nehme ich den Befehl Jump. Und okay, so, jetzt probieren wir es nochmal mit einem. Weil mit 2 hat es ja nicht geklappt. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt mit einem klappt. Cannot, was? Was? Ich bin noch im Gravitationsfeld, echt? Von dem Planeten, ja? Okay, was? Wo wird das angezeigt? Aha. Zeigt mir das an? Nirgendwo. Gravitation 0, P-Gravitation 0. Mhm. Komisch. Ich bin doch nicht mehr im Gravitationsfeld. Jetzt ist das blau. Ich probiere es nochmal. Aha. Geht nicht. Oder muss ich anhalten? Nee. Das ist ja komisch. Und wenn ich das andere nehme, also das zweite, vielleicht geht es auch mit 2 nicht. Vielleicht ist das ein Fehler. Jump Drive 2. Wenn ich jetzt die 2 nehme. Jump Drive cannot be for. Also ich kann es nicht verwenden. To jump in einem natürlichen Gravitationsfeld. Aha. Ich flex mal das eine Ding weg. Also vielleicht geht das mit 2 gar nicht, ha? Ich flex das mal weg. Also ich weiß es nicht. Das ist doch. So. Mal sehen, ob einer geht. Das würde mich jetzt. Also das interessiert mich jetzt mal schwer. So, also. Okay, dann machen wir erstmal kurz das Ding weg. So, entfernt. Und jetzt probieren wir es nochmal. Eigentlich kann man ja 1. Aha, okay. Also 2 gehen gar nicht, das bringt nichts. Und ich kann bloß maximal 1250 Kilometer jumpen. Schade. Ich dachte, das. Ich kann es ja nochmal, ich mach's nochmal anders. Ich mach's nochmal, das interessiert mich jetzt mal. Vielleicht darf ich die auch nie hintereinander oder übereinander machen. Also ich will das mal probieren jetzt. Wir checken das mal jetzt hier. Wir testen. Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt stand ja auch nicht da, dass ich nur 1 darf, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt mal einfach irgendwo anders dran. Mal sehen, ob das dann funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal hier so hässlich hier dran. Dann tut es das aufladen. Und wir steigen ein. Und ich mache das jetzt nochmal mit der 1. Das müsste ja eigentlich. Ah! Oh doch, aber ich darf die, also die haben sich gestört. Ich darf die wahrscheinlich nicht irgendwie hintereinander oder so machen. Also so aneinander klitschen, das darf ich wahrscheinlich nicht. Okay, also ist das doch machbar, dass ich hier, also ich könnte jetzt noch ein paar dran flanschen und dann kann ich richtig weit jumpen. So, und jetzt kommen wir wieder dahin zurück. Kann ich das irgendwie halbieren oder. Na gut, ich könnte das ja mit den
mit dem Schieberegler erstmal klein machen. Nun ist die Frage, wenn ich jetzt 2 habe. Ja, Jump Drive 3 ist mittlerweile, ja, ist klar. Ja, wahrscheinlich ist das dann, das wird addiert und ich muss das dann hier rüber klären. Und dann kann ich sozusagen pro Jump Drive, das wird dann maximal sozusagen genommen. Also wenn ich jetzt 2 mache, sind es 2,5, 3 so und so viel, aber eben das. Also ich kann die jetzt nicht so einzeln aktivieren. Gut. Na gut, dann probieren wir das jetzt erstmal. Ansonsten fliegen wir dann nochmal ein Stückchen weiter und warten noch die 6 Minuten oder 4 oder 5 oder so. Jetzt gucken wir erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Wie das geht. Okay, genau. Also, 100%. Aha, okay, das sind jetzt 100%. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt... ich probiere nochmal. Wenn ich jetzt D3 hier reinnehme. Jump Drive mache. Und jetzt die 2 tippe. Ah ja, okay. Dann geht das. Dann zeigt er mir sogar an, wie viel Prozent das schon aufgeladen ist. Okay, na dann macht das doch vielleicht sogar Sinn, mehrere zu bauen. Und dann kannst du die einzelnen benutzen, stellst die auf Maximum. Ja, wir werden mal sehen. Okay, also wir machen jetzt erstmal los. Die Nummer 1. Yep. Ups, das war's. Das war's. Okay. Cool. Aha, na toll. Ach so, das sehen wir's ja. 1300 Kilometer wird noch angezeigt. Wobei das natürlich nur sein kann, dass das einfach, weil ich dort einen Marker habe und hier vorne habe ich keinen Marker. Da zeigt es mir auch nichts an. Mir zeigt es jetzt nicht an Planet XY, sondern eben nichts. So von der Größe her, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da einfach nochmal den anderen reinknalle. Ich könnte das mal probieren, mal sehen, ob ich zerschelle, mal sehen, was da passiert. Das interessiert mich auch jetzt mal. Okay, die Nummer 1 ist jetzt 11% und die Nummer 3 45. Das heißt, wir brauchen noch wie viele Minuten? Naja, da macht das dann doch Sinn, wenn man sagt, man hat mehrere Jump Drives. Das ist wieder 6 Minuten, das ist 4 Minuten, okay. Man hat mehrere Jump Drives und legt die sich hier unten rein in die Liste. Oh, ja, klar. Und dann kann man dort im Prinzip so hier 1, 2, 3, 4, 5, zack, hintereinander Jump Driven. Wie teuer sind die eigentlich? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen, weil ich habe das ja jetzt im Kreativmodus mehr oder weniger. G ist nicht. Das zeigt ja jetzt nicht an. Muss ich mal aussteigen. So, jetzt nochmal. G. Was hat man gesagt? Jump. J. Jump Drive ist eigentlich. Stahlblatt ist eigentlich jetzt. Na gut, die Komponenten für Schwerkraftgeneratoren, die sind ein bisschen teuer. Aber. Jetzt nicht so dolle. Ich dachte, die sind irgendwie. Ist irgendwie schwerer. Zu produzieren. Großes Schiff. Na gut, okay, da unten. Doch, das ist. Kleines Schiff geht zwar. Ach so, wie ist denn das eigentlich bei einem großen Schiff? Wie weit komme ich denn da? Das würde mich mal auch interessieren. Okay, da habe ich super Kontakter. 1000 Stück, das läppert sich, die zu bauen. Hm. Aber für ein kleines ist eigentlich okay. Gut, da wissen wir Bescheid. Und könnte ich eigentlich hier rechts und links und unten und oben habe ich schon, ebenfalls nochmal einen Jump Drive dran bauen. Ne? Das ist quasi wie so eine Batterie. Ja? Das zeigt es mir auch an hier, so diese Punkte hier. Ja? Das zeigt mir dann an, wenn es voll ist. Ja, klar, lädt ja auf im Prinzip. So. Genau, da mache ich das mal. Das mache ich jetzt mal. 1,
Das müsste es eigentlich auch noch gehen, oder? Oder? So, ist das mittig etwa? Yep. Sehr gut. Sehr schön. Hm. So. Fett ausgerüstet. 5 Jump Drives aktiviert. Coole Sache. Es wird aufgeladen ohne Ende. Ich glaube, die ziehen Energie ohne Ende. Also im Survival-Mode würden jetzt die Lichter ausgehen, denke ich mal, oder? Wir können ja gleich nochmal schauen, was die so verbrauchen. Jump Drive 3, 4. Zufuhr 5 Megawatt. Naja, 12 Minuten? Ach, ja, die müssen sich jetzt die Energie teilen. Ja, ist klar, alles klar. Okay. Ich habe jetzt nur beschränkte, da haben wir es ja. Maximale Zufuhr 5 und aktuelles ist 2. Hm. Na gut. Macht nichts. Wir wollten das ja nochmal testen. Ich will das nochmal testen. Dann mache ich dabei mal Folgendes. Die 1 und die 3 haben wir. Dann machen wir hier die 4, die 5 und die 6. Gut. So. Also. Hoch da vorne. 9. Der fliegt aber weg. Alles klar. Gut. Also wollen wir es mal testen. Also die 1 ist noch nicht ganz fertig. Die 3 ist immer noch nicht. Die 4 ist 13, 12, 11. Ja, das war's. Oh, meine Energie ist irgendwie... Ich könnte ja eigentlich jetzt... Ich könnte ja Folgendes machen. Einfach so zum Testen. Das muss ja jetzt auch nicht schön aussehen, etc. Ich könnte noch ein paar Reaktoren hier dran bauen, oder? Könnte ich doch machen. So. Energie. Ja, Energieblöcke. So einen großen? Nö, so einen großen nicht. Machen wir so einen kleinen. Würde ich sagen. Mal schauen. 7. Sieben? Ach so, okay. Das war groß. Ja, ich mach die einfach mal. So, hä? Und gut ist. Einfach so. Ohne auf Schönheit zu achten. So, beziehungsweise. Wieso sind die Triebwerke aus? Ne, die sind an. So, jetzt checken wir es nochmal. Ach so rum. Hm. So. Ja. Das ist natürlich immer noch zu wenig, denke ich, oder? Die kleinen. Naja, es ist schon 4. Es geht schon runter. Okay. Schon 4 Megawatt. Also fast 5. Ja, die ziehen halt jetzt auch und deswegen ist das rot. Das ist voll. Gut, okay. Also, 2 Minuten. Das ist fertig. 5, 5, 5. So, also ich will versuchen, heute mal noch auf den Planeten zu kommen. So. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Also... Rotieren kann ich nicht. Ich kann nach vorne und nach hinten. Bin ich irgendwie... Hängt das mit der Energie zusammen, oder? Ja gut, dann haue ich eben noch so einen großen irgendwo hier hin. Das ist ja jetzt nur zum Testen. Okay. Also geh... Großer Reaktor. Soll ich vielleicht Batterien noch irgendwie hinbauen? Machen wir einen großen. Und dann haben wir hier die Batterien. So, dann machen wir mal noch ein paar Batterien hin. So. Mhm. Hm.
ist das rot. Wie? Achso. Okay, dann machen wir das einfach so. Und so. Die lädt es dann auf. Und so. Und dann knallen wir hier noch so einen fetten Reaktor hin. Mal sehen, ob das überhaupt geht. So, einfach so. Gut. Fett. Mal sehen, ob wir jetzt im grünen Bereich sind. Ja, sehr schön. Und jetzt kann ich mich schon bewegen. Stimmt, perfekt. So, ist die Sonne mittlerweile untergegangen? Oder ist da unten? Aha. Also wir machen jetzt, die 1 ist... Die geht wieder nicht. Die gehen? Wieso? Wieso geht die 1 nicht? Also die 1 geht nicht. Und die 2 geht auch nicht mehr. Die ging doch. Die 3 und die 4 und die gehen. Habe ich die jetzt irgendwie eingebaut? Die 1 und die 2. Komisch. Aber die 1, da war doch hinten. Da hast du überhaupt nichts. Okay, 2,5. 2,5. 2 Minuten. Müssen wir noch 2 Minuten warten, bis die aktivierbar sind. Okay. Na, dann knallen wir wahrscheinlich dagegen, oder? Ne, 7 Stunden eigentlich ist Strom. Das ist okay. Aber was ist jetzt der Unterschied? Ich habe da jetzt da oben muss das dahinter frei sein, irgendwie hinter den Nibbeln. Nee, eigentlich nicht. Also vorhin hat es nie geklappt, weil die wahrscheinlich doch wirklich übereinander sind. Aber das Ding ist ja jetzt okay. Und ja, da ist nichts. Und das eine hier oben, das ist eigentlich auch fertig. Und die anderen, keine Ahnung, warum es nicht geht plötzlich. Ich weiß es nicht. Okay. Also die 1 geht nicht, die 2 geht auch nicht. Die 3 und so weiter, die sind bald fertig, aber ja, würde mich mal interessieren, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Und dann bin ich gespannt, ob ich durch den Planeten durchjumpe oder ob ich daran zerschelle. Das werden wir gleich sehen. In wie viele Minuten? 0 0 38 Sekunden. 30 Sekunden. Gut. Also. Mal sehen, ob das das Ende ist der Staffel von Space Engineer. Wenn ich jetzt zerschelle und sterbe. Wobei im Kreativmod sterbe ich ja nicht, glaube ich, oder? Nö, ich glaube nicht. So, also. 1, nein. 2, nein. 3. Ah, gleich. 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 Jetzt zähle bis 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ups, Alter. Alter, was ist denn jetzt los? Hier geht. Ach, das ist Mist. Was ist denn da jetzt falsch? Warum geht denn das eine hier hinten nicht? Okay, was habe ich denn geändert? Ich habe eigentlich die Reaktoren dran gemacht. Aber sonst nichts. Oder die Batterien. Okay, ich mach mal den Reaktor weg. Erstmal den großen.
So. Und den anderen großen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Das würde mich doch wundern, wenn das nicht geht hier. So, also. 1, 2, 3, 4, 5. Och, Menu. Okay. Also wir hatten hinten den. Und dann hatten wir... Vielleicht muss ich die Batterien wegnehmen. Ich mach's mal so. Okay, nehme ich als nächstes die Batterien weg. Okay. Und das war's, oder? Hatte ich nie 4 gemacht? Nö, gut. Okay, dann. Dann. Ja, mal sehen. Mal sehen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann hatte ich eigentlich die. Na gut, das hat ja nichts zu sagen. Das kann ja auch sein, dass das. An sich schon die ging, aber bloß aufgeladen hat sich halt eben, ja. So, eigentlich hatte ich ja den oben und den, also wenn ich so das sehe, hatte ich den hinten und den oben, ja. Jetzt kann natürlich sein, dass die... Aber was ist denn da der Unterschied? Da ist da jetzt eigentlich kein Unterschied. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt... den an der Seite weg. Nein. Okay, dann nehme ich den unten weg. Gut. Nee. Okay. Dann nehme ich den an der anderen Seite weg. Und dann müsste eigentlich klappen jetzt. Nö. Jetzt bin ich etwas sprachlos. Jetzt nehme ich mal noch den letzten weg, ja. So. Jetzt ist es doch so, jetzt ist das Ding hinten dran. Das dürfte da alles okay sein. Aber bin ich schon zu nahe? Wenn ich jetzt in die Richtung mache? Ach, da geht's. Ich bin zu nahe. Ach, scheiße. Ach, Mist. Das ist sozusagen... Ach so, das jetzt... Ah, okay, also das... Das heißt, die Geschwindigkeit, der Abstand ist zu nah. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich stelle das ein, alles klar. Also hätte ich den nicht wegmachen müssen, egal. Das ist ja dafür da, das testen wir hier. Ich sag mal, wir machen jetzt 1000. So, 1000. Ist immer noch zu nah. Echt zu nah bin ich schon, ja. 1000 ist zu nah. Dann machen wir mal 500. 500. Immer noch. Echt, ja? 500 Kilometer? Na gut. Okay, und dann machen wir Jump Drive. Ja, dann machen wir halt mal 200 oder 150. So. Ah ja, okay. Nein. Mal sehen, wir tasten uns jetzt ran. Wir tasten uns jetzt ran. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ob wir so nah wie möglich ranjumpen. 150. So, was hat man gesagt? 200? Hat man noch nie probiert. Machen wir mal 250. Das klappt auch noch. 250, okay.
250. Ja, das wäre cool, wenn man das irgendwie mal sieht, den Abstand. Da muss man ja permanent noch raden, weil 100 Kilometer dann irgendwie mit normalem Triebwerk zu fliegen, das ist ja scheiße. Machen wir 400. So, weil wir hatten ja, glaube ich, 500, oder? Ich weiß es gar nicht. 400 geht auch noch. Na, dann ist es ja zwischen 400 und 500. Weil 500 hat man ja vorhin. 500 oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr. Dann machen wir mal 450. Ah ja, 450 klappt nicht mehr. Gut. Wo ist es? Jump Drive. 450, dann machen wir 420. 420 klappt. Ja, wir nähern uns hier auf den Kilometer an. Das ist schon ein Muss. 420 klappt. 420. Machen wir 430. 430 klappt auch noch. Kann man das irgendwie feingranularer einstellen? 445, hä? Ach ne, es geht bloß in 2 Kilometer Schritten, ne? Immer noch. Ah, hallo. Hallo. Jump Drive 400, aber 450? Genau, das war dann nicht mehr. Okay, also 2 Kilometer zurück. Machen wir jetzt. Sozusagen 2 Kilometer zurück. Also das. Einmal tippen. Immer noch nicht. Jetzt kommen wir aber der Sache näher. Und dann machen wir 450, 448, hä? Nee, das ist zu viel. Zu wenig. Geht gar nicht. Aha, zumindest komme ich nicht ganz klar mit meiner unruhigen Hand. Also 446. Gut, jetzt schieben wir das Ding durch und los. Cool. Gut, liebe Leute, wir sind da. Wir haben es gelernt, das Jumpen. Also es geht eigentlich, gehen auch viele. Aber das ist dann abhängig von der Einstellung, was wir eingestellt haben. Also der checkt das schon, nicht, dass wir dann irgendwie in den Planeten reinjumpen. Das ist natürlich okay. Und da kann man eigentlich, kann man dann dadurch auch so grob berechnen, wie weit wir entfernt sind. Und wenn man natürlich viele Jump Drives hat, dann kommt man weiter. Dann kann man das auch schön etwa skalieren oder die Entfernung etwa so berechnen, zu sagen, hier bis dahinter, da sind es 5000 Kilometer. Gut, ich denke mal, das nächste Mal landen wir hier. Heute nicht mehr. Ist schon spät. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.